So, meine Freunde, moin zusammen. Ich grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt gestern schon bereits das schöne Wetter genossen. Man sieht es hier in der Ecke am Fenster. Es ist auch heute wundervolles Wetter. Wer mir bei Instagram noch nicht folgt, kann das gerne machen. Da gibt es nochmal anderen Content auch von mir und könnt mich auch persönlich kontaktieren über die Benachrichtigungsfunktion oder Nachrichtenfunktion. Wir legen direkt los. Ich habe ja, interessant will ich es nennen. Ich habe ein Interview gelesen zwischen der Bild am Sonntag und Robert Habeck. Er ist ja oder ist ja auch nicht der Kanzlerkandidat. Vielleicht ist es aber auch Annalena das Baerböckchen. Man weiß es ja noch nicht so genau. Sie legen sich ja einfach nicht fest. Das ist meiner Meinung nach pure Strategie, dass sie keinen der Kanzlerkandidaten, ob er oder sie es werden, verheizen möchte. Weil dann würde das Gleiche passieren, wie es im vorletzten Jahr passiert ist mit Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU, dass sich die Presse sehr, sehr auf sie konzentriert hat und die Frau ist dem Ganzen nicht gewachsen gewesen, nicht standhaft geblieben und dementsprechend viele Verfehlungen passiert. Und aus diesem Grunde ist sie dann schlussendlich ja auch zurückgetreten. Dieses Risiko geht man bei den Grünen einfach gar nicht erst ein. Und es ist ein Interview geführt worden, wie gesagt. Das ist insofern doch vielleicht interessant, denn Robert Habeck, was stellt euch vor, wie er wohnt? Wir wissen ja, dass sein Fraktionschef, also Parteikollege, der Anton Hofreiter, gesagt hat, hier, Einfamilienhäuser, how dare you? Und jetzt wurde das Ganze aber deutlich zurückgezogen. Und meiner persönlichen Meinung nach liegt es eigentlich nur daran, dass die Grünen hier so zurückgerudert sind beim, ja, ich sag mal, bei der Welle gegen die Einfamilienhäuser, aus dem Grunde, weil es in der Bevölkerung viel Gegenstimmen dazu gab. Viele Leute, die gesagt haben, ja, sorry, aber das ist mein Lebenstraum, das möchte ich irgendwann mal haben, wie auch meiner. Ich möchte auch mal ein schönes, großes Grundstück mit einem mittleren bis größeren, nur von mir so einem kleinen Haus da drauf. Je nachdem, was man sich denn in der aktuellen Situation einfach leisten kann. Aktuell schon mal gar nichts hier bei uns. Habe ich auch schon mal darüber gesprochen. Wir haben in einem Livestream auch mal geguckt. Immobilien hier bei mir vor den Toren Kölns liegen bei 600.000 aufwärts. 600.000 Euro bei einem 800 Quadratmeter Grundstück für Häuser aus den 70er, 80er Jahren unrenoviert. Da muss man sich mal überlegen, wer sich das noch leisten können soll. Ja, aber Herr Habeck selber wohnt in einem Einfamilienhaus, natürlich gut gedämmt, wie er selber sagt. Sie hätten eine Wohnung gesucht, aber hatten keine so große Wohnung gefunden, wie sie benötigt hätten. Ja, jetzt wird das Ganze auch weiterhin hier noch so ein bisschen runtergespielt, wo die Bild fragt oder sagt, ihr Kollege Hofreiter findet Einfamilienhäuser in Großstädten mit Wohnungsnot ziemlich ätzend. Bei Ihnen klingt das jetzt anders. Zitat von Habeck, uns beide treiben die explodierenden Immobilienpreise in Innenstädten um. Dazu muss man sagen, die Politik, die Rot-Rot-Grün in Berlin gemacht hat, hat maßgeblich in den letzten Jahren weiterhin zur Steigerung der Immobilienpreise geführt. Dass dort teilweise Leerstand ist von Immobilien, die im Besitz sind, die das einfach als Spekulation gemacht haben und sich sagen, mit der Mietpreisbremse, da vermiete ich gar nicht mehr, mit diesen Mietrechten, die die Mieter haben, das ist ein viel zu großes Risiko, das gehe ich gar nicht mehr ein, ich mache es nur noch rein als Wertanlage und dementsprechend, weil weniger Mietimmobilien auf dem Markt sind, logische Folge, steigt der Preis für alle anderen, die vorhanden sind. Ja, aber was verlange ich hier von den Grünen? Das wäre wirtschaftlich einmal eins und das passt offensichtlich nicht. Noch viel interessanter finde ich hier aber, dass der Habeck tatsächlich massive Kritik an der CDU, sprich an der Union äußert. Zitat, was werfen Sie der Union konkret vor, war die Frage. Und dann ein verhunztes Verständnis von Konservatismus. Konservativ ist, dass man von seiner Händearbeit leben können muss und der Lohn dafür ausreicht. Ja, sorry. Aber was die Grünen hier gerade versuchen, das ist doch eine Geldumverteilungspolitik, was man hier etablieren möchte. Das sind immer weitere Verbote, das sind immer weitere Steuern, die wir alle zu bezahlen haben. Denkt an die CO2-Steuer, okay, kam auch durch die CDU und SPD jetzt durch. Nichtsdestotrotz, wir sehen ja, was in Ländern, Bundesländern, wo die Grünen aktiv sind, passiert. Wie schlimm es den Leuten da geht. Guckt nach Baden-Württemberg. Ich kenne zahlreiche Geschichten von euch, die mir per E-Mail geschildert wurden und auch Bekannte, die da unten gelebt haben oder auch noch aktuell leben, in Stuttgart beispielsweise, und waren gezwungen dazu, ihren Diesel zu verkaufen. Das Fahrzeug war top, der lief super, Inspektionen, alles immer gemacht. Kein altes Auto, 10, 11 Jahre alt, vielleicht auch ein 7 Jahre altes Auto. Und es wurde verkauft, weil man in dieser Stadt mit so einem Auto nicht mehr fahren durfte. Das war eine Zwangsenteignung, eine Quasi-Enteignung meiner Meinung nach. Das kann doch nicht sein, dass man sich dann hier hinstellt und erzählt davon, von seiner Händearbeit muss man leben können, wenn man hier vorhat, ein Grundeinkommen durchzusetzen. Schaut euch das
wie heißt der Quatsch? Hier das Grundsatzprogramm der Grünen gerne mal an, was da alles drinsteht. Da frage ich mich, wie will man das denn alles bezahlen? Ja, weiterhin sagt er dann hier noch zu der CDU: In Deutschland aber wird Kleidung verkauft, die unter Hungerlöhnen im Ausland hergestellt wurde. Bauern sind gezwungen, immer billiger zu produzieren. Konservativ ist, dass Regeln eingehalten werden, auch von den Mächtigen, dass Steuerdumping und Steuerhinterziehung hart bekämpft wird. Man Menschen in Not hilft, die Lebensgrundlagen schützt. Das alles tut die Union nicht. Sie weiß nicht mehr, wofür sie eigentlich steht. Also das ist der absolute Knaller von der Aussage, weil man muss sich doch überlegen, wie viele Entscheidungen auf Bundesebene hat es im letzten Jahr im Bundestag gegeben, wo die Grünen komplett dafür gestimmt haben, was die CDU vorgeschlagen hat und gesagt hat, das müssen wir so und so machen, und die Grünen haben es abgesegnet. Und jetzt hier kurz vor der Wahl oder ein halbes Jahr vor der Wahl wird hier einfach gesagt, ja, man weiß nicht mehr, wofür die stehen. Also das ist, ich finde es einfach nur amüsant. Ganz ehrlich, ich finde es total faszinierend, was hier eigentlich passiert. Kommentare dazu in der Welt von Mac Owl. Zitat: Nachdem man wesentlich daran beteiligt ist, deutsche Schlüsselindustrien zu beschädigen, macht man sich plötzlich Sorgen um Arbeitsplätze. Und das ist hier par excellence das, was ich den Grünen auch vorhalte. Man geht ja wirklich hin. Ich habe gerade das Beispiel mit der Automobilindustrie gemacht. Denen wird es ja super schwer gemacht. Das hat ja auch keinen sonderlich großen Effekt, wie man ja immer wieder merkt. Diese reinen Verbote, Verbote, Verbote. Und dann auf einmal macht man sich Sorgen jetzt um die Zukunft Deutschlands und auch, dass wir Geld genug verdienen, damit wir weiterhin die hohen Steuern bezahlen können und was weiß ich alles. Also das haut doch hinten und vorne nicht hin. Das ist doch einfach nur irrational. Aber ja, das ist Wahl. Das sind die Wahlen, die jetzt hier bald kommen werden. Schreibt mal eure Meinung unten rein, wie nehmt ihr die Grünen wahr? Dann haben wir leider hier noch einige Nachrichten bezüglich dem großen C. Das Thema ist natürlich immer noch weiterhin komplett präsent. So schreibt die Bild, Zitat, Sonne lockt Kölner in Scharen nach draußen. Und es bezieht sich auf gestern, auf den Samstag, und das wird heute nicht anders sein. Also wer Köln nicht kennt, da gibt es zum Beispiel den Aachener Weiher, ein ziemlich großer, ja, Weiher, ne? Großer Teich, mitten in Köln, und einige schöne angelegte Wiesenflächen und so weiter drumherum, sodass man da schön joggen gehen kann, einfach auf der Wiese sitzt und die Natur und die Zeit einfach genießen kann und das Wetter. Und das haben natürlich gestern zahlreiche Leute gemacht. Ja, unter Argusaugen der Obrigkeit, sprich der Polizei, genauso wie auch des Ordnungsamtes, dass da die Abstände und alle Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Ich bin gespannt, wann rauskommt, dass da alles Mögliche aufgelöst wird, weil es dann doch zu krass war, wie wir das auch bei den Aktionen gesehen haben, die Polizei aufgelöst hat, als die Leute mit dem Schlitten unterwegs waren und ein bisschen gerodelt sind. Also diese Verhältnismäßigkeit suche ich hier an der Stelle immer noch, finde ich sehr, sehr krass. Weil nochmal, ich finde es sehr wichtig, dass man sein Immunsystem stärkt, sei es über Supplemente, sprich Vitamin D3, genauso wie auch Magnesium und auch K2 dazu. Aber natürlich auch mit ein bisschen Sport, Fitness und überhaupt draußen mal draußen zu sein. Leute, wir sitzen seit Monaten hier schon drin, entweder also durch den Lockdown und genauso natürlich auch durch das schlechte Wetter. Und wer jetzt hier weiterhin noch drin bleibt, also für mich ist das nichts. Einfach ein bisschen raus und ein bisschen was tun. Ja, weiterhin noch eine Aussage, die ich ganz krass fand vom Winfried Kretschmann. Und ich hatte schon ein, zwei Mal darüber jetzt berichtet, dass er gesagt hatte, er höre immer nur öffnen, öffnen, öffnen und diese Diskussion wäre ja nichts. Und ach Leute, er hat noch was viel Krasseres gesagt, was ich jetzt in einem Fokusartikel noch gelesen habe. Er hat nämlich hier quasi, ja, ich empfinde es als Drohung, eine Drohung ausgesprochen gegen die Unternehmer. Und er sagt nämlich hier, Zitat, bezüglich auf die Wirtschaft, dass er natürlich verstehen kann hier, also ich lese es euch ganz vor, der Fokus schreibt, Kretschmann äußerte Verständnis, dass die Belastung für den Handel enorm sei und die Stimmung im Keller. Aber eine dritte Welle, noch schlimmer als die zweite, könne nicht im Interesse der Wirtschaft sein. Dann sagt er nämlich dazu, Zitat, dann machen wir einen richtigen Lockdown. Den gab es bisher gar nicht. Also, was ist mit diesem Mann los, frage ich mich an der Stelle. Das ist doch kein Volksvertreter. Das ist doch jemand, der da oben auf seinem Thron sitzt. Aber ich glaube, er war doch derjenige, der auch mit dem Helikopter in den Schwarzwald geflogen ist, als Grüner. Nur mal so nebenbei der Gedanke. So, dementsprechend weiterhin. Eine ganz andere Meinung kommt hier vom CDU-Wirtschaftspolitiker Carsten Lindemann, den ich ganz gut finde. Er sagt nämlich, Zitat,
Dort, wo sich Hotspots entwickeln, müssen strikte Maßnahmen ergriffen werden. Es gibt aber keinen Grund, dafür ein ganzes Land in Haftung zu nehmen. Zumal ein guter Stufenplan solche lokalen Ausbrüche entsprechend abbilden müsste. Und das ist ja eine Strategie, das ist ja eine gute Vorgehensweise. Aber wo bleibt diese Idee, diese Vorgehensweise von unserer Regierung? Denn, nochmal, ich möchte nochmal daran erinnern, ich habe über zahlreiche Pleiten und auch Insolvenzen und so weiter schon berichtet. Und diese Liste wird immer länger. Douglas, Pimki, Friseure Clear, Depot, Maredo Steakhouse, Promot für Kleidung, Runners Point konnte man auch gut Joggingschuhe kaufen, ausmessen lassen. H&M hat auch große Probleme und dünnt die Filialen in Deutschland aus. Zara genauso. Galeria Karstadt Kaufhof, so heißt es ja jetzt mittlerweile. Esprit. Also wir sehen einfach, dass sich davon kaum jemand freisprechen kann. Und das war jetzt nur ein Auszug von 11. Da gibt es nochmal deutlich mehr. Zum Beispiel Konfesserie, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr es an das Video erinnert. Es sind ja mittlerweile so viele, die kann man ja gar nicht mehr alle auflisten, die davon betroffen sind. Teilweise natürlich auch ohne das große C, weil es unattraktiv ist, in die Innenstädte zu fahren, weil es kaputt gemacht wurde, weil das ganze System nicht mehr richtig aufgeht. Der Onlinehandel natürlich auch seinen Teil dazu beiträgt, gar keine Frage. Aber das große C macht natürlich einen ganz massiven Unterschied dazu. Nochmal eine ganz extreme Verstärkung. Dementsprechend, ich hoffe, ihr habt das Wetter genossen. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, was ihr gemacht habt heute. Bleibt weiter entspannt. Bis zum nächsten. Danke fürs Zuschauen. Abonniert nicht vergessen und ciao.